Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Krangus und einem weiteren Part von The Elder Scrolls Online bzw. einem weiteren Let's Play der Elder Scrolls Online Beta. Wir befinden uns hier wieder bei Valaste und müssen unsere Quest wegen den Folianten erstmal abgeben. Wer es sich nicht erinnern kann, letzte Folge gucken. Wart ihr erfolgreich? Habt ihr die Folianten? Ja, mein Lord. Ich habe sie hier und etwas Seltsames ist passiert. Ein seltsamer alter Mann ist erschienen. Gute Arbeit. Ihr habt der Gilde bereits euren Wert bewiesen. Entschuldigt, sagtet ihr seltsam? Was ist geschehen? Ein alter Mann, musst du dir vorstellen. So richtig mit Falten und allem. Und sein Name war Charlidor. Charlidor? Perinthions Vater, der Schmied des Zauberspiegels? Sprecht ihr die Wahrheit? Und die Seiten dieses Buches sind leer. Warum leuchtet es so? Charlidor ist direkt vor mir erschienen, als ich das Buch in die Hand genommen habe. Er sagte, Feuer würde euch die Worte zeigen. Die Zauber stimmt, das war leer. Die Zauberer der ersten Ära verwendeten besondere Tinte, die unsichtbar blieb, bis sie in Arkanes Feuer getaucht wurde. Vielleicht hat er das gemeint. Wir haben eine Feuerschale in der Nähe, in der ein solches Feuer brennt. Wollen wir mal sehen, was die Flammen enthüllen. Werfter Charlidor war der berühmteste Erzmagier. Gut, Charlidor war also ein Erzmagier und das werden wir uns im richtigen Let's Play, werden wir uns das natürlich noch anhören, wer Charlidor ist, wer er war. Wie gesagt, hier ist es einfach nur der Beta-Eindruck. So, Buch, zeige uns. Brenn, Buch, brennen. Beschwörungsrituale. Ah, es ist noch nicht auf Deutsch. Schade, schade. Sonst hätte ich es gerne vorgelesen. Nichts passiert. Also ich kann nichts sehen. Was hat das Feuer enthüllt? Ach so, ja, doch. Doch, das Buch hat es enthüllt. Und ich kann die Worte eigentlich nicht verstehen. Das ist wirklich kompliziert. Vieles davon übersteigt mein Verständnis, aber hier. Das ist ein Einstimmungszauber. Wir können Erzmagier Charlidor selbst beschwören. Wir werden ein paar Ritualkugeln brauchen. Und was machen diese Kugeln? Sie werden eure Magika bündeln, eure Lebensenergie auf sie einstimmen und ihn an diesen Ort ziehen. Das Ritual wird offenbar euren Geist mit seinem verbinden. Was willst du damit wieder sagen? Sprich doch mal Deutsch. Das bedeutet, dass der Erzmagier euch führen können wird und mit euch sprechen kann, wann immer er möchte. Seid ihr bereit anzufangen? Naja, wir haben ja sonst keine Probleme. Ja. Springt über Zwerge heißt der Typ. Ey, springt über Zwerge. Mein Let's Play möchte ich dich wiedersehen. Ja, lass uns anfangen. Ab zur Mitte. Ab zur. Das ist ja fast wie so ein. Ab zur Mitte! Wie so ein zuerst militärischer Befehl. Geist auf den von Charlidor ein. Bereit. Benutzt die Kugel vor euch, wenn ihr es ebenfalls seid. Charlidor, erscheine. Ich wusste, ich tat gut daran, euch auszuwählen. Mitspielerin, du stehst da gerade ein bisschen im Weg. Du versaust das gerade so ein bisschen. Ich kann sie spüren. Ja, die Aura um euch strahlt vor Glück. Ihr werdet derjenige sein, der mir beim Abschluss meiner letzten Aufgabe helfen wird. Warum immer ich? Was ich zu erreichen hoffe, ist schwierig. Vielleicht unmöglich. Es wird außerordentliche Geistesstärke erfordern. Ja, warum dann ich? Ich spüre diese Stärke in euch. Nee. Das hat uns in den Ruinen zusammengeführt. Und was ist das schon wieder von der Aufgabe? Ein Sturm zieht in unsere Richtung auf, Adept. Krieg ist über Tamriel gekommen und die Magier dieser großen Gilde brauchen eine Unterkunft. Ich habe vor, ihnen einen sicheren Unterschlupf zu bieten. Eine Zuflucht, in der sie in Frieden lernen können. Gut, und wie machen wir das wieder, Schlaumeier? Ich habe diesen Rückzugsort vor Jahrhunderten erschaffen. Er wurde mir von den Dienern des Chaos entrissen und auf magischem Wege auf die Schauderinseln gebracht. Um die Insel zu bergen, müssen wir 4 mächtige und verborgene Folianten finden. Von eben dieser Aufgabe spreche ich. Okay, wir müssen die Folianten finden. Sie werden an einem Ort namens Käsekrämerkerbe festgehalten. Es ist ein Reich des verrückten Gottes Sheogorath. Hey! Steht an meine Seite und ich werde ein Portal öffnen. Okay, ich stehe euch bei. Seid vorsichtig, Sheogorath.
Sheogorath ist der geilste dätrische Prinz, den ich kenne. Wir werden ihn in The Shivering Isles kennenlernen und ich glaube, ihr werdet ihn genauso mögen wie ich. Sheogorath ist sowas von cool. Cool bringt es gar nicht mal auf den Punkt. Sheogorath ist der Dr. House von The Elder Scrolls. Er hat so coole Sprüche, der ist so cool drauf, dass ich ihm es sogar verzeihe, dass er so ein dätrisches Arschloch ist. Also, ich freue mich richtig, The Shivering Isles mit euch zu spielen und ich freue mich jetzt auch vielleicht noch mal Sheogorath persönlich zu sehen. Der ist nämlich der dätrische Prinz des Wahnsinns und des Chaos, kann man auch sagen. Und der regiert das, der kichernde Wahnsinnige, extravagante Autoren und feige Lustmörder. Ja, so könnte man ihn beschreiben. Also, der macht auch gerne mal aus ein paar Mordsachen so seine Witze heraus und... Was bin ich? Was ist denn jetzt? Bin ich eine... Nein, gut. Der ist schon lustig und denen gehören die zitternden Inseln, also die Shivering Isles und... Das ist sein Diener, Haskiel. Der war schon immer sein Diener. Das ist Sheogoraths kleiner Helfer. Nun, was wollt ihr? Ihr seid zweifellos aus einem edlen Grund hier. Ich bin im Auftrag des Erzmagier Shalidor hier. Ich war losgeschickt, um ein paar stinkende Bücher zu holen. Zauberbücher? Wie langweilig. Finde ich auch. Da trifft es sich, dass ich derzeit besonders großzügig bin. Ich werde euch eintreten lassen. Danach. Wonach? Nach einer Prüfung eurer Entschlossenheit. Das ist keine Leihbücherei. Wenn ihr die Zaubersprüche wollt, müsst ihr sie euch verdienen. Ein Portal hat sich geöffnet, gleich hinter euch. Schließt es. Und ich lasse euch durch. Okay. Wenn es weiter nichts ist. Portal, wenn ihr könnt. Obwohl ihr euch vorher vielleicht um dieses Scamp kümmern solltet. Ach. Ach, seht ihr, jetzt steht sogar Scamp da vor, weil der englische... Ah ja, die Scampi hier in The Elder Scrolls Online sind ein bisschen fies und kleine, fiese Mistbiester, möchte ich ja schon fast sagen. Und... Heide Witzka! Boah, ich lauf fast noch rein ins Feuer. Stirbst du mal? Und zu ihr, die Bude. Los! Ah, super. Ist es jetzt? Ha! Nein, da kommt doch was! Verführerischer Halsabschneider. Nee, Verführerinnen Halsabschneider. Das haben wir gerade doch so geschafft zu blocken. Das war knapp. Aber dein Tod, der war nicht knapp. Der war Verführerinnen Halsabschneider. Das sah nicht wie eine Verführerin aus, wenn dann eine ziemlich männliche Verführerin. Aber gut, bei diesen Daedra oder Dämon, ich weiß nicht, wie nennt man sie? Sind ja im Prinzip die Diener der Daedra. So, ihr kleinen Mistbiester. Mach mal schönes Scampi! Eure Rüstung ist... Ah, ein Wiederherstellungsstab. Nee. Den können wir übrigens gut gebrauchen, den Wiederherstellungsstab. Können wir nämlich Leute healen, auch wenn wir kein Healer sind, aber ab und zu könnte man es ja gebrauchen. Wir können, glaube ich, sogar zwei Stäbe nehmen. Muss ich gleich mal gucken. Portal ist auf jeden Fall jetzt geschlossen. Das finde ich schon mal gut. So, Inventar war's. Ektoplasma, das ist ein Schwert. Ich brauche doch eine plus hier gehen. Hornstab, der Wiederherrenstab. Nee, ich kann immer nur einen Stab nehmen. Den brauche ich ja dann wirklich nur zum Wiederherstellen. Im Prinzip macht er folgendes, eins benutzt worden, um akavirischen Kriegsfürsten niedert. Wir probieren ihn einfach mal aus. Wir nehmen ihn einfach mal mit und schauen, was er uns bringt. Auf jeden Fall bringt er uns dann Lebensenergie, denke ich mal. Das war unerwartet kompetent. Ihr würdet einen hervorragenden Hausdiener abgeben. Nö, kein Bock. Ich schätze, ihr wollt es nicht in Erwägung ziehen. Die Bezahlung ist gering, aber die Zulagen sind verlockend. Wie schade. Die Folianten, die ihr sucht, sind hinter der Tür oben an der Treppe. Folgt dem Pfad, sobald ihr drinnen seid. Dankeschön. Ich erfülle nur die Wünsche des Meisters. Ich werde die Tür für euch öffnen.
Oh, und passt auf die Skampen auf. Die kleinen Kobolde lieben einfach frisches Fleisch. Sie sind so kindisch. Husky hat fast genauso einen Sitz wie Sheogorath, aber ist nicht. Im Vergleich zu Sheogorath ist Husky doch recht. Ein recht anständiger Mann und sehr. Naja. Und versucht bitte nicht alles durcheinander zu bringen. Eigentlich ist er gar nicht so schlimm, Husky. Er ist eigentlich. Er dient halt Sheogorath und er macht halt das, was ihm gesagt wird. Er ist halt viel anständig. Spaß auf eurem Abenteuer. Hier ist er ein bisschen miesepetrig. Finde ich schade. Finde ich sehr schade. Hat er denn. Ist er denn mit dem falschen Fuß aufgestanden oder was ist los? Naja, wir schauen uns hier erstmal um. Denn wir brauchen die Folianten. Alter, wo kommst denn du her? Okay, ich glaube, das Ding ist nicht mehr ansatzweise so gut, wie unser normaler Stab. Es ist deutlich schlechter als unser normaler Stab. Beziehungsweise, ich mag unseren normalen Stab einfach viel mehr. Nebenhand, vielleicht muss man das erst dann. Oder ist das zweihändig? Zweihändig, okay, gut. Hab ich hier nicht irgendwelche. Nee, hab keine Tränke. Müssen wir erstmal so auskommen. Nicht, dass hier wieder irgendwelche unsichtbaren Skampe rumhocken, die. Guck sie dir an. Hey! Erstmal haben wir die Jägerin weg. So, dann kreisen wir sie am besten noch ein. Kümmern uns in der Zeit um den Skamp. Kriegen mit das. Oh! Alter Scheiße. Ja, sonst geht's hier noch. So, das reicht. Hi, Witzka! Ich bin gleich tot. Mein Vieh macht aber auch nichts. Das greift den Skamp halt nicht an. Hat's halt nicht nötig, den Skamp anzugreifen. Warum denn auch? Und. Holla, die Waldfee! Nein, nicht auf mich. Nicht auf. Oh, das war knapp. So, du dummes, blödes, kleines Klammbann. Bist du denn von einem guten Geistern verlassen oder warum? Lässt du mich hier einfach einen Stich? Weintrauben brauchen wir jetzt nicht. Wir haben neue Hosen bekommen. Ja, Rüstung 50. Na gut. Ah, Rüstung 40, Rüstung 50. Die sind schon verstärkt. Die sehen gleich aus. Ach nee, guck an. Die sehen sogar noch anders aus. Ach man, es tut mir richtig weh, dass ich diesen Charakter nach der Beta abgeben muss, dass der zerstört wird. Tut mir richtig leid. Aber gut, was will man machen? Los, Frostatronar, ich wimmel die mal ein bisschen. Wimmel die mal ein bisschen auf die Palme. Hm? Ist mein Spruch des Tages. Wimmel die mal ein bisschen auf die Palme. Nicht bring die mal ein bisschen auf die Palme. Nein, bei mir heißt es, wimmel die mal ein bisschen auf die Palme. War gerade irgendwie bei Wimmelbild spielen. Bah, krassliche Erinnerung. So, wo ist das Ach, Klammbann, hast du keine Lust, du dumme Sau. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Sieh mal, Welpi, jemand zum Spielen. Das war 100%ig Sheogorath, den wir gerade gehört haben. Sieh mal, Welpi, jemand zum Spielen. Das Vieh heißt Darmschlitzer und. Ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Ja, da kann sie bleiben. Und. Ypsala! Und. Oh oh. Jetzt kommt meine Renvekta. Ah nein, gut. Die bekriegen sich. Ja, sonst wäre nämlich gleich meine Renn-Weg-Taktik gekommen. Das Gute ist aber wirklich an diesem Angriff, den ich meistens mit 1 mache. Er bringt die Gegner sauschnell zum Fall. Es ist tatsächlich schön. Welpi mag mich nicht.
Schön erkannt, Cheogorath. Hätte ich selbst nie, wirklich nie erraten, dass Velpi mich nicht mag. Aber ich mag Velpi auch nicht. Das ist vielleicht die neue Nachricht. Das oh, 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 oh. Wenn das nicht knapp war, weiß ich es auch nicht. Wenn das nicht knapp. Ach, die vier Folianten. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was haben wir denn hier? Ach, da ist der Cheogorath. Den möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Na, mein kleiner Wahnsinniger. Welpenmörder! Hier, um meine Bücher zu stehlen. Wer? Wo? Was? Wann? Manchmal. Warum? Sprecht. Soweit ihr wisst, ist Ehrlichkeit die beste Methode. Ich bin hier und wollte die Bücher eigentlich nur holen für Schalidor. Ist das ein Problem? Schalidor? Dieser aufgeblasene Nord und ich kennen uns schon ein ganzes Weilchen. Ich weiß, was er will. Oh ja, das weiß ich. Seine Insel. Er will sich seine Insel zurückstehlen. Oh, wie sehr ich Herausforderungen liebe. Okay, dann nehme ich es einfach mit. Stört dich ja dann nicht. Wo bleibt denn da der Spaß? Ich sage euch was. Ich gebe euch ein Buch. Im Austausch für euer Herz oder eure Lungen. Eure Entscheidung. Nein, wartet. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen einen Wettstreit. Ein Wettstreit gehüllt in ein Geheimnis mit einem Rätsel als Glasur. Was das für ein Spaß wird. Sieht ein bisschen aus wie so ein Franzose mit den Bärtchen und allem. Das ist schon... Aber gut. Das wird das. Das meine ich mit Cheogorath. Der macht gern Wettstreit. Der hat Spaß daran, die Leute ein bisschen so zu ärgern und zu quälen. Ein paar Aufgaben, die eine oder andere Todesfalle. Nichts wirklich Schwieriges wie, sagen wir mal, das Zusammensetzen des Stabs des Chaos oder den Neubau des Numidiums. Nehmt das erste Buch, Welpenmörder. Und ich gebe euch ein weiteres Buch für jede Prüfung, die ihr besteht. Seid ihr bereit? Gut, ich muss es ausweiten. Am Wochenende seht ihr... am Wochenende seht ihr PvP-Material aus die Elder Scrolls, also am Samstag und Sonntag. Und morgen seht ihr nochmal die vier Prüfungen von Cheogorath. Wir sehen uns wieder im nächsten Part von die Elder Scrolls. Online. Ciao. Bis morgen.